1985 gründete sich der Bregenzer Waldbahn Museumsbahnverein, welcher sich zum Ziel setzte, ein Teilstück der Bregenzer Waldbahn als Museumsbahn zu erhalten. Beginnen wir unsere Reise im Bahnhof Schwarzenberg, wo die 1931 gebaute Dampflok UH-102 gerade umsetzt. Der Museumszug wartet abfahrbereit im Bahnhof Schwarzenberg. Die Personenwagen entstanden großteils als Neubauten auf den Fahrwerken alter Güterwagen. Nun sehen wir unseren Zug auf der 68 Meter langen Sporeneckbrücke, welche beim verheerenden Hochwasser 1999 komplett einstürzte. Kurz vor dem einzigen Haltepunkt Reute sehen wir den Museumszug bei regnerischem Wetter.
Die zweite große Brücke der Museumsbahn führt bei Streckenkilometer 34,2 über die Bregenzer Ach. Angekommen im Endbahnhof Bezau setzt die UH-102 über die neu gebaute Segmentdrehscheibe um. Während die Dampflok ihren Durst am Wasserkran stillt, werfen wir einen Blick in den Lokschuppen. Hier steht die 1902 gebaute Dampflok U25, welche gemeinsam mit der Schwesterlok U24 im Jahre 1902 den Eröffnungszug zog. Die Dampflok ist im Gegensatz zu ihrer Schwester in einem grandiosen Zustand und befördert regelmäßig Museumszüge auf dem Wälderbähnle. Die erste Diesellok gelangte 1987 zum Verein. Es handelt sich um eine Heeresfeldbahnlok vom Typ HF130C, welche 1943 von der Firma Windhoff in Rheine gebaut wurde. Daneben steht der 1940 gebaute Gepäcktriebwagen 2091-08, welcher mit einem Schwesterfahrzeug 1996 zur Museumsbahn gelangte. Baugleiche Fahrzeuge kamen bereits 1937 auf der Bregenzer Waldbahn zum Einsatz. Erst seit 2015 gehört auch eine Diesellok der Baureihe 2095 zum Fuhrpark der Museumseisenbahn. 2095-013 wurde 1961 gebaut und fuhr zuletzt auf der Maria-Zeller-Bahn. Auch ein Waggon war in der Wagenhalle zu finden. Er wird gegenwärtig von Grund auf überholt. Seit dem 2. Mai 2017 gehört auch die Diesellokomotive 2092-01 wieder zur Bregenzer Waldbahn. Währenddessen hat die UH-102 ihre Wasservorräte ergänzt und rollt langsam an ihren Zug. Thank you.
Der Museumszug verlässt den Bahnhof Bezau.
Unser Museumszug erreicht den Bahnhof Schwarzenberg. Hier endet unsere Fahrt mit der Wälderbähne und auch dieser Film endet mit diesen Szenen. Yeah.